Sehr geehrter Herr Regierungsrat, liebe Gemeinde, geschätzte Gäste, ich begrüße euch recht herzlich zur Eröffnungsfeier von der Abfallhalde Taltobl. Es freut mich natürlich speziell, dass wir dieses Projekt termingerecht auf den eidgenössischen Tag des Abfalles einweihen können. Nach anfänglichen Ungereimtheiten mit dem Naturschutzbund Lerchensang ist es uns schließlich doch noch gelungen, diese einzigartige Kulturlandschaft, Taltobl bis in Sonnenbad, für unsere Zwecke amtsnutzig. Allen Kritikern sei Folgendes gesagt. Abfall ist nichts Schönes, sonst will man ihn ja behalten. Aber in einem schönen Avirama stört er wenigstens niemand. In diesem Sinn, was bei Ihnen abfällt, soll bei uns nicht auffallen. Prost miteinander. Wir haben mit dem renovierten Landschaftsarchitekten zusammengeschafft, der unter dem Aspekt von der sozioökologischen Nachhaltigkeit eine pfiffige Lösung herausgefunden hat. Und zwar haben wir den Moorboden am Bachrand unten, also am Bachbad unten, bis auf den Lehmgrund vom Dorf befreit und so ein wunderbares Naturbassin für den Toxic Disposal, zu gut Neudeutsch Sondermüll, erhalten. Das angrenzende Bächli mit einer jahresdurchschnittlichen Überschwemmungsrate von 5 stellt durch das eine relative Gefahr für dieses natürliche Sondermüllbecken dar. Wir haben aus dem Grund, Usi, haben wir dieses Gefahrenpotenzial sehr effizient entschärft und haben dieses Bächli in einen 4 Meter tiefen, massiven Betonkanal gefasst. Das wiederum hat natürlich auf den Lebensraum der verschiedenen Wasseranimalitäten einen eher negativen Einfluss. Wir sehen das. Aber auch da haben wir natürlich eine Lösung parat. Und zwar berufen wir uns in diesem Punkt auf die Rechte der Kreatur und überlassen diesen Tieren die freie Entscheidung, die entsprechende Zone vorsorglich zu verlassen. Pragmatisch gesagt heisst das, ich als Forelle will auch nicht neben dem Abfallhalter wohnen. Sollen doch die Viecher in die Kläranlage aber schwimmen, da unten haben sie wenigstens sauberes Wasser und erst noch das ganze Jahr schön warm. Ja. Auf Höhe des ehemaligen Föhrenwaldes haben wir den Autofriedhof angesiedelt. Um diesen eher tristen Platz ein bisschen zu beleben, und auch aus einer kulturellen Verantwortung usi haben wir diesen Rayon umgetauft. Bei uns heißt es nicht Autofriedhof oder Schrottplatz, nein, bei uns heißt es Place d'Angely. Neben dem Verbrennungsturm haben wir den Kinderhort Krottenweier eingerichtet. Vom selben Kinderhort aus werden täglich schulreiseartige Exkursionen in die ganze Deponie durchgeführt. Im Kinderhort selber haben wir einen Streichelzoo eingerichtet. Und auch beim selben Streichelzoo beschreiten wir konzeptuell ganz neue Pfade. Weil wir haben ausschließlich Tierchen, die im Verlaufe von der Zeit durch die Maschen des gesellschaftlichen Netzes hindurchgeschlüpft sind. Das heißt, bei uns gibt es Straßenkatzen, ausgesetzte Hunde, ein blinder Esel und für die Exotik ein Krokodil aus der Kanalisation. Der Eintritt ist frei. Speziell für dieses Teilprojekt schaffen wir sehr eng mit dem Erziehungsdepartement zusammen. Weil wir rund 80% von unserer Belegschaft aus Asylsuchenden vom Balkan rekrutiert haben,
bieten wir aus integrationspolitischen Gründen ein neues Fach an, und zwar Frühenglisch auf der Mülldeponie. Wir sind überzeugt, dieses Projekt wird Schule machen, weil wir sind der Meinung, Integration beginnt am Rande der Gesellschaft. Oder anders gesagt, die Asylanten von heute zahlen uns Mond AHV. Lasst uns jetzt aber ein bisschen feiern und lustig sein, das Gewerkschaftschörli Echo von der Klärgrube wird uns jetzt denn ein paar albanische Ratzliedli singen. Und nachher wird der Herr Regierungsrat das Buffet eröffnen. Greifen Sie zu, verehrte Gäste, alle Häppli sind biozertifiziert und wachsen im betriebseigenen Treibhaus direkt neben der Kadaversammelstelle. In diesem Sinne, ein gutes Miteinander.